Das merke ich mir. Ihr seid alle auf meiner Liste. Conroy. Emil. Wache 1544. Wache 1543. Wache 5893. Mein Grundschullehrer, Herr Blume. Hallo? Oh, hallo. Bist du meine neue Zellennachbarin? Ich bin Laura. Freut mich, dich kennenzulernen. Also hier ist alles, was du wissen musst. Das untere Bett ist schon meins und wir haben kein Klopapier mehr. Willkommen im Knast. Danke. Warum bist du hier? Ich habe geholfen, Conroy zu ermorden. Gern geschehen. Und du bist Teil der Familie? Ja, meine kleine Schwester muss hier auch schon irgendwo sein. Wo haben sie dich denn erwischt? In Wollingen. Ich habe Okario Boe dem Dritten geholfen. Okario? Oh mein Gott, Robert! Du hast Robert gefunden. Wo ist er? Wie geht es ihm? Naja, er ist am Leben. Wir wollten eigentlich mit der Seilbahn gemeinsam auf die andere Seite Asposiens fliehen. Dann haben sie mich erwischt. Gott sei Dank ist er am Leben. Ich könnte weinen vor Glück. Witzig, dass du das sagst. Ich könnte weinen vor Angst. Aber du kennst also Okario. Ja, wir sind gemeinsam losgezogen und haben euch in der Dynastie gefunden. Was für eine Ehre, dich kennenzulernen. Die Ehre ist ganz meinerseits. Du bist verwirrend hübsch. Ich meine, Ich muss ihn finden. Okay, viel Glück. Aber ich glaube, das wird schwierig. Ha, keine Sorge. Schwierig ist mein zweiter Vorname. Also kompliziert und schön. Wow. Das ist die arme Libretta. Libretta? Ja? Sind das Farbklecks auf deiner Schürze oder ist das Blut? Oh, das ist Farbe. Ich zeichne gern. Was denn so? Blumen, Landschaften, Asposa. Der eine Farbklecks sieht aus wie ein Schmetterling mit einem Messer. Schön und beunruhigend. So wie du. Wir müssen hier unbedingt raus. Würdest du mit mir fliehen? Ja, tausendmal ja. Aber ich kann nicht weg. Meine kleine Schwester ist hier irgendwo und ich kann sie nicht alleine lassen. Aber du musst fliehen. Du musst unseren König finden. Sobald ich Robert gefunden habe und wir Emil bewiesen haben, dass die Flötennasen unschuldig sind, holen wir euch alle hier raus. Auch deine kleine Schwester. Ich werde nicht zulassen, dass sie euch in den Windbrunnen stoßen. Mach dir keine Sorgen, Libretta. Robert will also zur Seilbahnstation. Ich wusste, er hat einen Plan. Ich muss ihn finden. Du scheinst ihn ja ziemlich gerne zu haben. Sehr gerne. Ich meine, er ist ein Trottel. Aber er ist auch die großartigste Person, die ich kenne. Und? Seid ihr Freunde? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind ein Paar. Aber ich bin mir nicht sicher. Au. Okay. Schön. Toll. Toll. Schön. Hast du eine Idee, wie ich hier rauskomme? Lebendig? Ja. Nicht die geringste. Okay, danke. Kein Problem. Immer gerne. So viel zu sehen. Überflüssige Deko. Saftladen. Wieso schaue ich mir das an? So viel zu sehen. Das könnte praktisch sein. Für ein Gefängnis ist die Kloschüssel ziemlich sauber. Ich muss gerade nicht. Das Abflussrohr ist kaputt. Ich überschwemme doch nicht meine eigene Zelle. Das sieht nicht richtig aus. Was soll ich damit machen? Eine Conroy-Bibel. Ich kann das gesamte Ding auswendig. Kenne deinen Feind.
Da wird immer das Essen geliefert. Sie geht nicht auf. Das vermisst eh niemand. Du darfst sie gerne ausleihen, aber bitte leg sie dann wieder zurück. Ich hatte mal eine Haustierratte, als ich klein war. Lieber nicht. So viele gefangene Flötennasen. Ich möchte sie nicht stören. Gefängnisküchen. Bah! Gefängnisküchen. Die Wache hat den Zellenschlüssel. Wie komme ich da bloß ran? Erstmal muss ich aus der Zelle rauskommen. Warum? Der sieht komisch aus. Er ist nur anders. Was soll ich damit machen? Der sieht hübsch aus? Du sagst es. Der sieht komisch aus. Er ist... Der sieht... Du... Da fehlt etwas. Allerdings. Das ist der Bekloppte mit den Kakteen. Hey, du da! Wache 1833 meldet sich zum Dienst. Was gibt's denn? Toller Kaktuswald. Ich habe dazu nur eine Frage. Warum? Kakteen sind die mit Abstand schönsten Geschöpfe. Ihre Form, ihre Farbe, ihre Zierlichkeit, die im vollkommenen Einklang mit ihrer Gefährlichkeit stehen. Siehst du mein Fanplakat? Das habe ich aus Kaktus heute. Leider fehlt darauf ein ganz bestimmter legendärer Kaktus, der blaue Maurice. Was willst du denn damit? Ich würde ihn natürlich den ganzen Tag betrachten. Kakteen sind gemacht, um verehrt zu werden. Und ich könnte dann einfach fliehen. Eine Win-Win-Situation. Was? Nichts. Für mich sehen diese Dinger alle gleich aus. Grün und stachelig. Wie bitte? Jeder Kaktus ist einzigartig. Ihre Körper und ihre Stacheln können so unterschiedlich geformt sein. Manche sind mit Stacheln und Blüten übersät, andere sind ganz keusch. Ja. Dieser blaue Maurice fehlt dir also noch in deiner Sammlung? Ganz genau. Es gibt auch nur Gerüchte und Beschreibungen von ihm, aber keine richtigen Bilder. Ich würde alles für ein Bild vom blauen Maurice tun. Alles. Ich könnte mich überhaupt nicht an ihm satt sehen. Der blaue Maurice also? Woran erkennt man den? Er ist stachelige Perfektion. Er ist eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpinks. Er sieht aber überhaupt nicht aus wie der schmale Eumel, der kleine Johannes oder ein Willy Wonka. Gut, vielleicht finde ich ja ein Bild von deinem grünen Freund. Was würdest du davon halten? Wirklich? Oh, mir wird jetzt schon ganz schwindelig, wenn ich daran denke. Und ich hätte ein Hindernis weniger auf dem Weg nach draußen. Ich habe Hunger. Was gibt's denn heute? Das Übliche. Erbsen an Eis, Fleischsuppe mit Blaubeerpudding, ein Tomatengericht und zum Nachtisch Kompott. Was für welches? Obstsalat. Ich will Obstsalat. Wir wollen alle irgendwas. Ja, und ich will Obstsalat. Willst du dir einen Feind machen? Einmal Obstsalat! Hey, du, hör mal.
Ich höre. Warst du unter Conroy auch schon Gefängniswache? Ich dachte nach Conroys Fall eigentlich, dass ich nun endlich Kakteenzüchter werden könnte. Aber dann kam Emil. Und der hat ja auch recht. Womit denn? Weiß ich gerade nicht. Macht es dir eigentlich Spaß, Leute wegzusperren? Es kommt drauf an. Vorher war ich Latrinenwache. Da musste ich mir abends nur den Gestank abwaschen. Jetzt die Schuld. Das hier nennt ihr einen Knast? Das ist doch ein Wellness-Hotel. Bei Conroy, da gab es noch richtige Verliese. Nicht so ein Wischi-Waschi-Kram mit 2 Mahlzeiten am Tag. Er hat mich mal 15 Meter über dem Boden in einen schwebenden Käfig gesteckt. 2 Wochen lang. Das hat sich nach Gefängnis angefühlt. Tut mir leid. Und jetzt entschuldigt sich auch noch das Wachpersonal. Habt ihr keine Schulungen gehabt? Seit ich hier bin, wurde ich weder geschlagen noch angespuckt. Kein einziges Mal. Was stimmt nicht mit dir? Lange Geschichte. Ich finde es ein bisschen frech, dass hier nur eine Wache rumsteht. Ich meine, ich habe das System nicht 18 Jahre lang bekämpft, um jetzt nicht ernst genommen zu werden. Entschuldige, was? Wen muss ich hier umbringen, um in den Hochsicherheitstrakt gesperrt zu werden? Es gibt dir, soweit ich weiß, gar keinen Hochsicherheitstrakt. Wow, ich hätte wirklich ein bisschen mehr Respekt erwartet. Da denkt man, man ist Staatsfeind Nummer 1. Und dann sowas. Alles klar. Weitermachen. Jawohl. Keine Lust, mit dem zu reden. Vorher muss ich die Wachen irgendwie ausschalten. Abgeschlossen. Die haben auch kein Vertrauen in ihre Gefangenen.